Willkommen zu einem weiteren Vlog von mir. Und heute, mal ganz ungewohnt, ich bin bei 1000 Bears dabei. Und mit mir Juliane, Fauli, Nils von 1000 Bears natürlich, unsere zwei Kameramänner und Tibor. Genau, hier ist er, Tibor. Richtiger Styler hier mit seinem Outfit. Wir fahren hier gerade ein bisschen, ich würde fast sagen, ein bisschen zur Show. Aber ich nehme mich einfach mal mit, so ein bisschen hinter den Kulissen, wie das hier so abläuft. Wir fahren die Bikes, wir machen Fotos. Die Kameraleute stehen an den Kurven und wir fahren quasi so einzelne Passagen hoch und runter. Wir sind gerade am Silvetterpass. Juliane gibt schon Gas. Fahren quasi einzelne Kurven hoch und runter und es werden Fotos gemacht, beziehungsweise mit der Drohne wird auch noch ein bisschen gefilmt. Ich fahre hier gerade eine Triumph Speed Triple oder Street Triple, ich hab's schon wieder vergessen. Hier, Kameramann. Oh. Auf jeden Fall mega geile Aussicht hier. Ihr seht's ja wahrscheinlich schon. A few moments later. Hey! Hahaha! Was haben wir uns da eilig? Wir haben noch Zeit. Oh, ich mach dich an die Strecke, dreckig. Seconds later. Und jetzt Burnout. Ich fahre aber schnell hoch und runter. Hier Tibor. Ich finde schon zu geil aus. Der hat den Ultra-Style einfach. Der hat den perfekten Look für so ein Vintage. Oh, da hat er doch noch einen Burnout gemacht und ich war nicht dabei.
für so einen perfekten Vintage-Retro-Bike-Look-Lederjacke. Das ist mega geil. Ja, die Triumph ist aber echt nicht verkehrt. Taugt mir. Für so ein Ding für zwischendurch. Da hat er echt den Burnout gemacht. Boah, es wird immer dreckiger hier. Gebt euch nur mal die Aussicht, ey. Da kommt man echt nicht drauf klar. Also ich habe bisher noch nichts Vergleichbares gesehen. Schweiz war schon auch geil. Ja, okay, ich würde sagen, Schweiz ist ungefähr auf einem Level mit Panorama. Beziehungsweise ich bin ja in Österreich eigentlich nur hier Silvesterpass gefahren und noch nichts anderes. Von daher kann ich jetzt nur von dem urteilen, aber ich glaube, hier ist es schon nicht schlecht. Pferde. Hier ist Juliane. Was ist los? Suchst du Nils? Ah, da hinten steht er, oder? Ja. Erstmal im vierten Gang anfahren. So geil, der Fauli. Ah, gebt euch den Stausee. Dieses geile Gletscherwasser. Jetzt geht's wieder Fotos mit mir am Handy. Juliane, die Zuschauer wollen, dass du Sena dir holst bzw. einbaust. Geht's ab. Danke, Kreisch. Ja, hier die Bikes. Sturzgefahr. BW 90 Kawasaki Z650, Yamaha Tracer 900, Triumph Street Triplet, sehe ich es auch zum ersten Mal, BMW R1200, KTM 1090 Adventure und eine BMW GS 1200. Willst du tauschen? Ja, ich probiere es immer schnell. Nicht gut? Ja, die schaut aus, also die schaut wirklich aus wie ein Minibike oder ein Pitbike. Die Triumph ist schön zu fahren eigentlich. So. Schauen wir mal. Da, ey, das merke ich voll. Das fühlt sich an wie eine 300er irgendwie. Boah. X. Boah. Boah, ey, du wuchst extrem komisch. Das ist ja richtig ungewohnt. Ich war jetzt irgendwie darauf angestellt, dass man so drauf wuchst wie auf einer Z1000 oder Z750. Aber irgendwie wuchst du. Irgendwie ist es ungewohnt. Hier wieder mal geiles Panorama. Ich könnte hier wirklich jeden Tag hoch und runter fahren. Oh Gott. Ich fühle mich wie ein Fahranfänger. Also ich komme eigentlich ziemlich schnell zurecht mit neuen Motorrädern. Aber ihr seid halt live dabei. Ich bin jetzt die noch nie gefahren. Und dann braucht es mal so 2-3 Kurven. Und dann ist gut. Also, ich komme mit der jetzt nicht so gut zurecht. Also es geht schon, aber da kam ich mit der Street Triple irgendwie schneller zurecht auf Anhieb. Ah, hier wieder unsere Freunde von vorhin. Übrigens nicht wundern, ich habe vorhin gemerkt, dass ich Sena anscheinend aus hatte, deswegen war nur die GoPro am Laufen. Nicht wundern, dass da vielleicht die Tonqualität ein bisschen anders war. So, das war es auf jeden Fall mit dem Video aus Österreich mit 1000 PS oder beziehungsweise der erste Tag. Nix, so einfach weiter.
Keine Ahnung, wieso ich es so langsam gemacht habe. Ja, und schreibt mir wieder mal in die Kommentare, wie euch das Video gefallen hat. Hier, Julia ist hier voll am Racen. was ist mit dir jetzt los? Jetzt irgendwie, naja. Schreibt mir mal ein Video, wie euch das Video gefallen hat. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Peace! Thank you.